Einen wunderschönen guten Tag zurück zu Subnautica. So, im letzten Part haben wir ja leider gesehen, wie unser wunderbares Sunbeam, die uns eigentlich abholen wollte, wortwörtlich abgeschossen wurde. Wo sich dann auch endlich geklärt hat, warum wir hier gelandet sind. Also gestrandet, wohlbemerkt. Und wir das wahnsinnige Glück hatten, nicht zu sterben. Jetzt muss ich kurz selber gucken, weil wir wollten eigentlich in Richtung der. Okay, das heißt da lang und dann straight nach vorne. Weil es gibt nämlich noch ein Pilzbiom. Und da wollte ich jetzt mit euch hin. Da gibt es nämlich auch noch Teile für die für den Zyklopen. Ja, ich begebe mich immer noch auf Teilesuche. Mir fehlt nämlich noch die mobile Fahrzeugstation und die Dings fehlt mir noch. Und wir haben eine neue Nachricht. Nett. Toll, jetzt wird sogar Jagd auf uns gemacht. Ey, das finde ich ja richtig sexy. Nicht. Okay, dann lassen wir das Zeug mal hier, was wir nicht brauchen. Na, ich geh auf. Jetzt habe ich Haufen Batterien hier drin. Erst finde ich gar keine Batterie und jetzt gleich fünf Stück auf einmal. Nice. So. So, ah ja, ich wollte ja. So. Gut, dann ist das Wichtigste schon mal wieder. Da. Ja, perfekt, genau in die Richtung muss ich. In diese Richtung. Jetzt müsste jetzt nämlich gleich vor uns, sobald ich mich nicht irre, ein Pilzbiom auftauchen. Wenn sie es nicht geändert haben. Ja, wir sind schon verdammt, also relativ nah. Ah, ja, genau. Das sind schon mal Wrackteile, das ist sehr gut. Weil ich glaube, hier unten war ich noch nicht. Das Metallschrott. Das ist ein Biomülleimer. Oder war ich hier schon? Ich kann hier zumindest nichts mehr scannen. Hey, lieber Wal, du schaust doch oben rüber, gell? Bin ich schon an der Aurora vorbei? Ihr müsste doch gleich irgendwann das Biom kommen, oder bin ich jetzt komplett Baba? Ich kann mich doch nicht so arg täuschen, oder? Das Metallschrott? Nee, brauche ich nicht.
Oder bin ich jetzt schon so komplett lost gerade? Finde ich wieder mehr Quarz, als ich nachher verarbeiten kann. Was ist da? Alter, was? Okay, krass. Ja, wir sind an der Aurora. Sogar verdammt nah an der Aurora. Ja, das ist bloß Metallschrott. Noch eine Batterie. Null. Oh, verdammt. Muss ich darauf nie achten, ne? Verdammte Soße. Okay. Wir könnten jetzt natürlich auch direkt in die Aurora reingehen. Warte mal, nee, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Ich habe den Laserschneider noch nicht gebaut. Oder habe ich den schon? Ich weiß noch nicht mal, ob ich den schon habe. Und es wird wieder Sackbooster. Na geil. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt dann erstmal an unserer Base rumbauen, weiterbauen, weil ich habe nicht das Gefühl, als würde ich heute noch das Pilzbiom finden. Ich bin direkt davor. Ich hab's gefunden. Aber die Frage ist halt jetzt, finde ich das, was ich brauche oder eher nicht? Oder sterbe ich wieder davor? Weil ich ertrinke oder keine Ahnung. Heiliger. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber das habe ich mir gedacht. Bin ich jetzt fest oder was? Ja, ich bin irgendwie festgehangen, keine Ahnung warum. Ich bin irgendwie gerade festgehangen. Ich komme nicht weiter. Dann würde ich sagen, wir warten jetzt erstmal, bis hier Tag ist und da würde ich nochmal runtertauchen. Weil dann haben wir unten nämlich, falls uns der Sauerstoff ausgeht und die Sonne nicht verschwindet, immer wieder einen Rückzugsort, wo wir uns dann zumindest kurz Ding schnappen können, Luft holen, damit wir nicht ersticken. Früher hat man das als Ausrede benutzt. Seit ich Subnautica spiele, ist es real shit geworden. Heiliger, okay.
Ja, das dauert mir doch nur ein bisschen zu lange, ne? Wäre schön, wenn sie hier Mods reingebaut hätten. Aber nein. Ja, ich könnte was probieren, das wird aber nicht viel bringen, glaube ich. Ich suche nur ein paar Teile, die hier vielleicht gelandet sind. Zumindest waren hier immer Fahrzeugteile. Nur wenn die hier nicht sind, wo sind die dann? Wer ja, ist das so schön? Gute Frage, nächste Frage. Das ist jetzt richtig ätzend, weil ich keinen Plan habe. Es wird Tag, ne? Gott sei Dank. Na komm. Danke, danke. Vielen Dank. Oh, da vorne liegt was. Und wir haben das Tauchdock fertig. Nice. Perfekt. So. Müssen wir bloß die anderen Sachen suchen. Warte, was? Ja, nice. Das Modifizierungsfragment, perfekt. So. Sorry, dass ich gerade zu still bin, aber ich versuche, die Base wieder zu finden, die ich gerade irgendwie, keine Ahnung. Ja, es ist das Problem, wenn man Sachen auf Nacht baut und findet halt nichts mehr. Bei meiner Orientierung sowieso nicht. Ja, jetzt bleibt mal chillig, ja? So schnell wird auch ein Conny nicht sterben. Das ist eine Rettungskapsel, aber die ist umgedreht. Kommen wir da rein? Oh, die wurde ziemlich übel aufgerissen. Entweder durch die Explosion oder weil jemand sie Raubtier, Täuschkörper. Na toll, das nützt mir jetzt. Das krieg ich jetzt. Ja, das freut mich. Ich würde trotzdem gern wieder zu meinem Tauchdock zurück, zu meiner danke für das Blei. Gold, vielen Dank. Noch ein paar Sachen einsammeln nebenbei. Die schöne Soße ist halt, wenn ich jetzt die Maske wechsle,
bin ich mir nicht sicher, ob die Strahlung uns umbringt. Aber gut, wir können es ja kurz testen. Da, sofort Strahlung registriert. Ich kann machen, was ich will. Jetzt macht uns zwar die Tiefe nichts mehr aus, aber die Strahlung wird uns nach und nach killen. Wahrscheinlich. Nur damit ihr seht, wie weit die Strahlung endlich reicht, ne? Das ist schon krass. Apropos krass, was zum Teufel ist das? Oh, ja, wir sollten auf. Es gibt's ja nicht, dass die immer so schwer zu finden sind. Ja, ich muss den anderen. Aber nur um euch mal zu symbolisieren, dass es definitiv keine gute Idee ist, die Maske zu wechseln. Wir sind so weit von Aurora entfernt und trotzdem war die Strahlung meilenweit zu sehen. Zu fühlen, wie whatever. Krass. Bin ich jetzt da, dass ich denke, dass ich da bin? Lasst mich ja in Ruhe. Ich weiß. Aber das ist der Box, den lasse ich doch nicht da. Ja, ich muss hier nochmal mit der Seemotte herkommen. Wenn ich sie irgendwann finden würde, verdammt nochmal. Oh, Scheiße. Oh, nee, das schaffen wir diesmal nicht. Diesmal werden wir wahrscheinlich sterben. Es sind 200 Meter, das schaffen wir nicht. Selbst mit der Motte nicht. Nee, wir werden diesmal, glaube ich, sterben. Oder? 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 Aber ich wollte gerade sagen, das war schweineknapp. Okay. Nur weil ich unbedingt wissen wollte, was da unten ist. Nur eine ja, natürlich. Natürlich gibt's hier Zitterale und natürlich muss ich direkt reinschwimmen. Zippel dich doch einfach. Wie wäre das, ne? Ich bin ja nur Besucher, ich bin nur auf der Durchreise. Lass mich aber in Ruhe. Danke. So. Oh, Zitteraal. Ich bin dann mal wieder weg. War schön mit euch. Wow. Ja, ist ja davon was gesagt von vulkanischer Aktivität. Ach ja, toll. Ja, das ist ja jetzt auch ganz sexy. Lass mir einfach mal unterm auftauchen. Jetzt werden wir sterben. Oder? Nein, 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 bitte, 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 bitte. Alter, Verwalter. Okay, ab nach Hause. Ab nach Hause. Puh. Sexy. Wenn Folgen nicht mit diesem Face zu sehen sind, dann nehme ich wahrscheinlich bei Blazy auf. Ohne Streamlabs, ohne alles. Ja, die Kamera hängt ein bisschen nach, aber es macht nichts.
Sorry, aber ich bin schon wieder getriggert. Ich suche dieses verdammte. Yes. Wow. Warte mal. Dass sich Quarz nicht stapeln lässt, das nervt mich. Und vor allem nach den Sachen kannst du auch nicht googeln, weil die meiste Zeit wirklich random sind, ne? Das ist halt so eine schöne Soße. Ich freu mich schon, meinen Videokater morgen zu sagen, du kannst dir erstmal eine Stunde nichts vornehmen, weil, ja. Ich schaue hier trotzdem immer mal wieder auf den Boden, in der Hoffnung, dass hier doch irgendwo eine Box ist, die ich vielleicht aufsammeln kann. Scannen kann, aufsammeln kann, whatever. Damit ich endlich mal diesen Seemotten-Dings da fertig kriege. Tauch, mobile Tauchstation, whatever. Jetzt haben wir den Zyklopen schon fast fertig. Jetzt haben wir das schon fast fertig. Haben sogar einen Tauchdock, verdammt nochmal. Nur diese verdammte Seemotte noch nicht. Das nervt mich jetzt, und zwar richtig. Oder ich schaue da nochmal irgendwie off-air, ob ich das finde oder nicht. Dass man das findet, weiß ich nur. Die Frage ist halt, wie, wo und wann. Ich kann hier in den Kisten gucken, da ist nichts drin. Das wäre mir aufgefallen, weil ich habe ja die ganze Zeit meine Base hier eigentlich relativ straight. So. Getan. So. Glas, ja, da haben wir jetzt jede Menge. Jede geile Menge. So. Salzablagerung und Blei. Ja, da können wir die ganzen Batterien reintun. Natürlich auch Silikongummi mit rein, weil das hat an sich so, und Salz. So. Nee, Öl habe ich keins, nicht. Nee. So, dann gehen wir weiter auf die Suche. Ah, ja. Das ist eine Höhle, wenn ich die Seemotte habe, dann schaue ich da mal runter, aber so noch nicht. Warte mal. Jetzt können wir die Maske wechseln. Quarz können wir immer brauchen. Ich muss nachher noch bloß noch mal kurz googeln, wie man emailliertes Glas macht. Ja, das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mobile Fahrzeugstation gar nicht mehr so weit weg ist.
dass sie sogar relativ nah ist. Ich aber wieder mal zu dumm bin, die zu finden. Wow. Das ist ein Riesenquarzvorkommen, okay. Oh, hi. Spielzeugauto. Nein. Okay, jetzt dann hoch. Schnell, 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 schnell. Halt die Klappe, du blödes Tierchen. Ich habe gar nicht gemerkt, aber ich rutsche unter dem Spielen immer weiter runter an dem Arsch vom Stuhl. Es ist so richtig. Okay, jetzt dann straight nach unten. Das ist, wenn man sich nämlich hier nicht ordentlich umsehen. Verschwinde, du blödes Mistvieh. Okay, nun. Wieder nur wegen PDA und einer verdammten Puppe, wirklich? Okay, dann. Let's go. Jetzt wird's auch noch Nacht, ich liebe es. Ist gar nicht Nacht, es ist einfach da unten schweinedunkel, okay? Oder ist es Nacht? Doch, es wird Nacht. Na, prickelnd. Na gut, dann schwimmen wir nach Hause und dann beende ich den Part. Ist das ätzend? Ja, auf jeden Fall können wir jetzt vermelden, wir haben einen Tauchdock gefunden. Das Tauchdock haben wir fertig, das können wir demnächst bauen. Dann haben wir ein paar Teile für den Zyklopen gefunden. Und wir wären beinahe zweimal gestorben. Aber wir haben es knapp überlebt. Ach ja, da war ja was, was ich fertig machen wollte. Ach ja, geht ja nicht ohne Glas. So. Und was ich auch vergessen hatte, ich habe ein Außenbeet angelegt. Das werde ich schon noch fertig, also weiter erforschen demnächst. So. Das kann ich nicht von hier drin machen, oder? Nee, leider nicht, weil ich gerade keinen Plan habe, wo ich das angebracht habe. Ah ja, hier. So. Sorry, das musste sein. Jetzt kann ich den Part beenden. Genau. So, ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da oder ein Like und einen lieben Kommentar. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. So, Nautica, ab in die Tiefe. Tschüss!